Ja, moin moin, weiter geht's mit Daisy Standalone. Zunächst einmal muss ich leider sagen, dass wir einen Charakter wieder neu anfangen müssten. Ende von Teil 4 war es ja so, dass ich recht geile Ausrüstung hatte, jetzt ist aber ein neuer Patch rausgekommen. Und zu meiner Enttäuschung muss ich feststellen, dass da wohl alles zurückgesetzt wurde. Das heißt, ich starte wieder von komplett neu. Wieder am Strand. Ja, und dann mache ich mich mal wieder auf. Weiß natürlich überhaupt nicht, wo ich bin. Sind ja einige Verbesserungen versprochen worden. Mal gucken, ob ich davon irgendwas mitbekomme. Okay. Irgendwie haben sich auch die Grafikeinstellungen so ein bisschen verändert. Wo quackt hier ein Zombie? Ja, liebe Leute, was kann ich euch erzählen? Auf jeden Fall ist der Server, glaube ich, nicht so die Granate. Das ruckelt mir doch ein ganz schönes Stückchen. Also hier war ich jedenfalls noch nie. Riesiges Fabrikgelände. Oh Mann, ich hatte so geile Ausrüstung gehabt. Das ist echt ein bisschen ärgerlich. Na, ich glaube, hier finde ich wohl nichts. Ach. Ein Kollege am Bluten. Moin moin. Okay, den lasse ich mal lieber. Das ist wahrscheinlich der Bahnhof hier. So, okay. Ja, echt, ich könnte mich richtig ärgern. Ich hatte Rucksack, ich hatte eine Axt. Trinken, zu futtern. So ein Scheiß. Was ich aber sagen kann, ist, dass mit den nächsten Erweiterungen auf jeden Fall es geplant ist, dass Fahrzeuge. Ja, ins Spiel kommen. Hallo, komm hier, wenn zaunig. Irgendwas von Helikoptern habe ich gelesen, dass man Helikopter fliegen kann.
dass ja überhaupt Fluggeräte kommen sollen, Fahrzeuge. Soll man nicht jetzt auch Bären fliegen können? Wie pflückt man denn Bären? Wie sieht ein Busch aus mit Bären? Tankstelle, gut. Gut, rennen wir da mal in die nächste kleine Stadt. Also eine Schrotflinte ist auf jeden Fall mit ins Spiel gewandert. Und eine Säge, womit man dann auch Dosen öffnen kann. Ein Leinensack, um ja, Geiseln den Leinensack über den Kopf zu stülpen. Damit er dann irgendwie, den hört er wohl schlechter. Man könnte sich vorstellen, dass man dann Personen irgendwo hinbringen kann. Man soll auch irgendwann Häuser bauen kann oder eigene. Ja, ob es jetzt Häuser sind, ja. Ich meine, es gelesen zu haben. Häuser bauen. Wo man sich dann verschanzen kann. So, finde ich jetzt mal hier irgendwie mal was. Auch nicht. Lagerhalle. Mein Gott, hier wird ja wohl irgendwo mal was rumliegen, irgendwie. Kann's ja wohl nicht sein. Dann kannst du mal ein paar Handschuhe sehen. Sieht nicht danach aus. Gibt's ja gar nicht. Heute ist nicht mein Tag. Und gut, der Server ist auch gerade erst. Warum ist das gerade erst aufgemacht? Da ist mein Wohnhaus. Da wird es immer was geben. Oh, 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 ein Zombie. Der hat mir noch gefehlt. Türen sind doch alle schon wieder auf, das ist doch irgendwie ein Scheißzeichen. Das ist doch alles schon ausgeräumt hier. Verdammte Axt. Oh. Kollege. Hab ich mich gerade erschrocken. Wahrscheinlich war er, dass er hier alles aufgemacht hat. Die ist noch verschlossen. Ne, ist auch schon auf. Oh Mann. Aber hier ist ja echt. Also hier ist ja gar nichts. Dann mache ich mich jetzt hier auf. Nach. Ans Klo. Oder renne ich weiter an?
Nee, ich renne lieber noch am Fluss lang. Ja, am Wasser. An der Küste. Bevor ich hier nicht was zu trinken habe, brauche ich mich gar nicht groß weiter auf den Weg machen. Nun komm schon. Boah. Boah. Was ist das? Na, hier gibt es doch bestimmt Werkzeug. Nichts, oder was? Nichts, oder was? Kann nicht sein. Oh, auch noch ein Zombie. Oh Gott. Ja, ja. Und tschüssen. Vielleicht haben die auch mit diesem Patch alle Gegenstände entfernt. Also gefunden habe ich noch nichts. Nicht mal eine leere Dose. Das wäre ja mal lustig. Da ist auch schon alles geöffnet. War doch nicht. Nun gut, denn... Ach, jetzt weiß ich auch, warum man da nicht rüberspringt. Die Tastaturbelegung haben sie auch wieder zurückgesetzt. Ja, okay. Ich hoffe ja nicht, dass das bei jedem Patch jetzt ist. Denn ich habe gelesen, dass jetzt ja alle paar Tage ein Mini-Patch erscheinen soll und dann einmal im Monat so ein größeres Update. Dann sind wahrscheinlich die kleinen Patches sind immer so Experimental-Patch, die man sich auch installieren kann. Dann hat man aber allerdings auch weniger Server, kann man dann zugreifen. Ist auch mehr zum Testen. Und dann einmal im Monat gibt es dann halt den richtigen Patch sozusagen. Ich hab Durst. Vielleicht gibt's ja da mal was. I am thirsty. Jo. Oh. Oh. Moin Moin! Oder willst du mich jetzt ärgern oder was? Ja, wenn der aus der anderen Richtung kam... Jetzt hau... Ja, jetzt mal... Jo, aufregende Begegnung. Ich laufe einfach mal der Straße entlang. Die muss ja irgendwo hinführen. Moin Moin!
Schüler war. Ja, wieso kommen die mir jetzt alle entgegen? Das heißt ja irgendwie, dass ich da schon alles geplündert haben oder was? Das wär's ja. Ich hoffe ja nicht. Noch einer. Moin. Moin, moin. Gibt's doch gar nicht. Was ist denn das für ein Auflauf hier? Soll ich doch mal lieber von der Straße weg? Komplett hinterher? Tatsache. Oh Mann. Gebäude, Gebäude. Nee, doch nicht. Schade. Och, Mensch. Kratos, ich brauche dich. Überleg es dir. Ach, ein Schild war das. Wie schnell ist denn der andere? Überholt er mich, ey? Ja, dann kommen wir mit, dann machen wir hier einen auf zu zweit hier, so ein bisschen einen auf Team. Ja. Moin, moin. I don't understand. Okay. Where you from? English? English. Or German? I'm German. Sprichst du Deutsch? Ja. Ja. Ja? Ja. Klar. Ja, sehr schön. Ah, nur eine Taschenlampe. Der geht's wohl nicht so gut. Wo willst du denn jetzt überhaupt hin? Hast du einen Plan? Nee, nicht wirklich. Oha, die Sonne geht unter. Das Spiel schon, aber ich bin gerade wieder umgelegt worden und keine Ahnung, jetzt recht in der Gegend drauf. Ja, ich hatte eigentlich eine richtig geile Ausrüstung gehabt und jetzt seit dem neuen Patch ist ja wieder alles auf Null gesetzt. Geht mir genau. Oder?